Ach Leute, wir haben es im letzten Part endlich geschafft, den großen roten Farbstern zu finden. Und wir mussten dafür Morten besiegen. Ihr wisst schon, einen von den Cooperlingen, der mit dem großen Hammer, den er dann sogar angezündet hat. Aber dank dem Feuerlöscher haben wir den gelöscht und dann konnten wir ihn leicht besiegen. Und naja, der rote Farbstern hat jetzt seine Erinnerungen mit uns geteilt. Und jetzt wissen wir, dass Bowser dafür verantwortlich ist. Der hat alle anderen Farbsterne inklusive ihm in alle Winde verstreut, in irgendwelche Richtungen davon geschleudert und hat sich nicht weiter was dabei gedacht. Und naja, jetzt müssen wir natürlich alle anderen finden. Und was auch gut ist, wir haben jetzt 75 KP. Weil wir einen Boss besiegt haben. Also immer wenn wir einen Boss besiegt haben und ein großer Farbstern gerettet wurde, bekommen wir so ein besonderes Herz und das erhöht halt Marios maximale KP, in dem Fall auf 75. Und in dem Brunnen ist jetzt ein kleines Herzchen drin und naja, anderes Problem, wie sollte es auch anders sein, Prinzessin Peach wurde auch von Bowser entführt, als der eine 0815 Toad mal wieder nicht auf sie aufpassen konnte. Facepalm. Und wir sollen uns halt jetzt von der Macht der Farbe leiten lassen, um die anderen Farbsterne zu finden. Also würde ich sagen, ja, können wir direkt mal wieder zurück auf die Weltkarte oder vielleicht doch nicht, warte mal. Haben wir vielleicht Post? Ich guck mal kurz zum Postern. Vielleicht haben wir Post. Und vielleicht sollten wir uns auch mal wieder neue Karten kaufen. Der hüpft hier schon wieder so rum. Na, Mario, willkommen. Heute kann ich dir eine großartige Kampfkarte anbieten. Jo, danke. Schauen wir gleich mal. Ah ja, Sortiment hat sich erweitert. Super, ich habe so viele Münzen. Ich glaube, ich werde mir erstmal Karten kaufen. So, willkommen Kartenladen. Ist das sein? Kaufen. Ich hätte ganz gerne den Zweiersprung. So, Hüpfpushen wir eh noch. Ja, Serensprung richtig wichtig. So, gleich mal 20. Hammer. So, zwei Hammer. Großer Hammer. Hochhammer. Achso, für mehr Karten ist. Achso, für mehr Karten ist jetzt kein Platz mehr. Dann verkaufe ich halt welche. So, dann verkaufe ich halt. So. Sortieren. Alles, was ich nicht so wirklich brauche, wird verkauft. Das könnt ihr leider wieder nicht sehen. Ich verstehe das echt nicht. Hier die ganzen abgenutzten Sprünge, die bringen zwar nur eine Münze ein, aber die verbrauchen auch unnötig Platz. So. Gut. Die Dingse werden natürlich aufgehoben. So. Zweiersprung haben wir jetzt auch hier. Seriensprung habe ich ganz, ganz viele jetzt. Normale Hämmer, Zweierhämmer, große und so weiter. Ja, ich glaube, das reicht. So, verkaufen für 34 Münzen. Passt. Sonst noch Wunsch? Ja, jetzt wieder kaufen. Ich brauche unbedingt noch ein paar Feuerblumen. Boah, Alter, eine fertig eingefärbte Feuerblume kostet 200 Münzen. Das ist aber Wucher. Da kaufe ich mir lieber welche, die nicht eingefärbt sind, um 40. Und zwar 5-mal. So, und Eisblumen auch. So, obwohl, eh komm. So, für mehr Karten ist kein Platz, da passt schon, ist okay, danke. Und, ach doch, nichts. Wir haben es bald wieder. Da werde ich wirklich immer vorbeischauen, wenn ich Zeit habe und ach, die freuen sich jedes Mal, wenn ich da drüber gehe. So, haben wir vielleicht Post oder nicht? Tut mir leid, Mario, das ist mir keine neue Post. Na dann nicht. Dann eben nicht. Dann geht's auf die Weltkarte. Und ich glaube, ich weiß auch schon, wo ich hin will. Und zwar in die Sierra Löwenzahn. Da sind wir nämlich mit dem großen roten Farbstein drüber geflogen. Und er hat praktischerweise das Tor wieder eingefärbt. Ne? Restaurierte Farbe 30%. Und jetzt können wir das Tor öffnen.
Sieh dir das an, Mario. Verstehst du jetzt, was die Macht der Farbe leisten kann? Das hat der große Farbstein ganz allein geschafft und das Feuerrosttor ist wie neu. Also dann, gehen wir hindurch. Ich rieche förmlich, dass sich ein weiterer Farbstein in der Nähe befindet. Los, suchen wir ihn. Alles klar. Da oben hängt gleich mal ein Tod im Baum. Die Seere Löwenzahn. Wenn du hier vorbei bist, musst du erstmal an mir vorbei. Mario, jedes Mal, wenn du einen großen Farbstein findest, werden deine Sprung- und Hammer-Überraschungsangriffe stärker. Wenn du auf einen schwachen Gegner triffst, kannst du ihn so gleich mit dem Hammer plätten, ohne gegen ihn kämpfen zu müssen. Ey, das ist praktisch. Lol. Genial. Da nerven mich wenigstens diese kleinen Scheiße nicht mehr. Ach so. Ach, wir können ja eh. Ich hab schon gedacht, hey, wieso ist das hier so komisch? Und leider ist dein Inventar voll. So, komm mal du runter, du komischer Toad da oben. Oh, vielen Dank, dass du mich aus diesem Baum gerettet hast und natürlich dafür, dass du mir wieder Farbe gegeben hast. Ich bin von diesem Monster mit dem Strohhalm auf einen Baum geflüchtet, aber sie haben mich erwischt und mir die Farbe abgesaugt. Ich werde nie wieder auf einen Baum steigen, auch wenn es nicht die Schuld des Baumes war. Ja, na dann tschüss. Manchmal so komische Random-Text irgendwie, wo man denkt, hä? Wer schreibt hier das Drehbuch? Das ist wenigstens auch praktisch, dass wir jetzt immer ein bisschen stärker werden. So, sortieren. Ja, normaler Hammer. So, einfärben. Ich hoffe, das reicht schon. Jo, das hat gereicht. Perfekt. So, Hammerpappe, ne? Ich konnte wenigstens im Kamesinturm letztens noch die Farbe nochmal leveln auf 240. Das ist schon mal sehr gut. Und ein Eisensprung. Wieder was Neues. Kann sein, dass wir mit dem Eisensprung auch auf stachelige Gegner springen können. Ich glaube, das war so. So, einfach mit dem Entfalterhammer auf den Stamm draufschlagen. Ja, wir brauchen aber erstmal die Entfaltungspower dafür und noch einen Toad. Puh, ich wollte hier nur Picknick machen und schau dir an, was mir passiert ist. Ach, ich vermisse die Tage, als es noch so viel Farbe gab, dass wir darin hätten baden können, wenn wir gewollt hätten. Bitte, Mario, finde unsere wertvollen Farbsteine so schnell wie möglich. Ja, ist doch Ehrensache. So. Geht aber nicht, solange wir hier unten nicht mal gucken. Ja, das ist mit Haar voll. Wie viele Stachis gibt es hier eigentlich? Ach, na super. Heps. Nein! Mann, du Missgeburt! Warum? Warum bin ich in den jetzt reingelaufen? So, probieren wir den ersten Sprung gleich mal aus. Da steht als Erklärung, führe einen ganz gewöhnlichen Sprung aus, ohne Schaden zu nehmen, selbst wenn du gegen Stacheln trägst. Ja, super. Der Eisensprung. Schwupps. Mistvieh. Hat jetzt der Zähler aufgehört oder läuft er weiter? Der hat natürlich aufgehört. Scheiß verdammte Missgeburt. Mann. Das ist doch klar. Ich will doch das hier nur in Ruhe aktivieren. Und zack. Beste Brücke ever. Einfach aus Pappe. So, noch eine Feuerblume. Weißt du, hier ist es ziemlich still. Das ist niemals ein gutes Zeichen. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei dieser Sache, Mario. Als ich mich das letzte Mal so gefühlt habe, habe ich jemanden erwischt, wie er Ölfarben und Wasserfarben gemischt hat. Und das ist...
Hast du das gesehen? Eine Art Geschoss ist gerade in den Hügel dort eingeschlagen. Schnell, Mario! Da ist einfach mal ein riesiger Kugelwilli runtergegangen. So, auch hier einfach mit dem Entfalterhammer auf den Stamm schlagen. Oh, Sniffit? Rotes Sniffit. Haben wir, glaube ich, bisher noch nie gehabt. Okay. Und zwei haben wir eingefärbt. Eine Knacks. Und tschüss, Mann. Ernsthaft, du scheiß Goomba! Auf den wollte ich doch draufhauen. Na gut. Mistviecher. Ist einfach nur lästig. Einfach nur lästig. So. In dem Baum war der Entfaltungsblock drin, alles klar. Ist hier noch irgendwas? Nö, nur grüne Farbe. Okay, der Stach interessiert mich nicht. Und zack. Knacks. Okay, hier fehlt auch ein bisschen Farbe natürlich. Und da hinten sehe ich wieder einen Toad. Die Musik klingt hier so komisch. So, ja, da ist gerade was passiert. Ganz mysteriös, komisch, keiner kennt sich aus. Schnupper, schnupper. Geht's, hier riecht etwas ganz furchtbar. So wie Farbe, die mit Stinkfarbe gemischt wurde oder so. Das kommt von da drüben, sehen wir einmal nach. Was ist denn bitte Stinkfarbe? Ich glaube, ich will das lieber gar nicht so genau wissen. Mario, du bist es. Ich bin gerannt so schnell ich nur konnte, aber dann haben sie mir die Farbe abgesaugt. Danke, dass du mich gerettet hast. Ich werde jetzt einfach mal weiterrennen. Man weiß ja nie. Ah!
Sehr authentisch, dieser Schrei. Und was ist das hier eigentlich? Das habe ich schon mal wo gesehen, aber irgendwie... Ach so. Ja, leider ist dein Inventar voll. Ich weiß gar nicht, ob wir das Inventar überhaupt vergrößern können. Aber wir werden sicher irgendwann nochmal einen Kartenplatz kriegen, dass wir drei Karten dann benutzen können. Super, wie komme ich da hin? Können wir was ausschneiden? Nö. Toll. Was ist hier bloß los? Erst Stinkfarm und jetzt die kaputte Rampe? Was kommt als nächstes? Werden wir von irgendwas plattgewalzt? Daran mache ich gar nicht mal denken. Na super. Wer war dafür verantwortlich? Keiner meldet sich. Eh klar. Zumindest Schule. Wer war das gerade? Da müssen alle nachsitzen. Wie dämlich kann man eigentlich sein? Aber das ist so unfair. Ja, weißt du, in der Schule, irgendjemand hat Mist gebaut und Lehrer fragt so, ja, wer war das? Und keiner sagt was. Ja, da müssen alle nachsitzen. Ja, von wegen, hallo? Die anderen haben gar nichts gemacht, wo müssen die nachsitzen? Tun? Sehr sogar. Ist einfach nur Schwachsinn. Oh, na klar. Mensch, Fabian, du hast das verschrien. Von wegen, werden wir von irgendwas plattgewalzt. Das sieht man ja gerade. Von so einem komischen Scheiß hier. Und na toll, da bin ich ein Froschanzug, den kann ich auch nicht kriegen, weil mein Inventar voll ist. Mann! Boah, Alter, wie viel müsste ich hier einfärben? Wo kommt das überhaupt her? Dieses. Einfach so aus einer Klappe raus? Aus der Wand? Darf aber nicht wahr sein. Was ist das hier? Ich komme hier gar nicht rein! What the fuck? Ich komme hier nicht rein. Ich komme hier nicht hinein, Leute. Achso, aber vielleicht von der anderen Seite. So. Aha! Natürlich! Shy Guys mal wieder. Die kommen in dem Spiel aber relativ häufig vor, schon mal aufgefallen. So. Was habe ich denn jetzt für euch? Ich habe hier einige coole Sachen. Wie zum Bleistift. Einen Seriensprung. Vielleicht reicht das ja schon. Und schwupps. So, Fünffachtreffer und perfekt. So, und hier fehlt zwei Toads die Farbe. Zack. Na, unser Sägewerk wurde angegriffen. Ich wage mir das gar nicht vorzustellen, dass jemand Spaß daran hatte, unsere Baumstämme rumzurollen. Doch. Als ich so farblos herumgelegen habe, glaubte ich zu spüren, dass neben mir etwas ganz Furchtbares geschieht. War das nur ein Albtraum? Nee, das war kein Albtraum. Aber egal. Ups. Wo könnte denn jetzt hier der Baumstamm sein? Der ist doch irgendwo hier runtergerollt. Ah, hier vielleicht. Tatsächlich. Aber wie komme ich denn jetzt da oben rauf? Ist immerhin eine Röhre. Abwärts. Ah, okay. Geil. So, Kapis sind auch wieder voll. Super. Haben wir hier noch irgendwas? Nö. Ja gut, weiter geht's. Es ist schlimmer, als ich es mir hätte ausmalen können. Mal, alles ist schwarz. Das Ding, das da vom Himmel gefallen ist, muss eine Art Bombe gewesen sein. Voller schwarzer Farbe. Sehr vorsichtig, Mario, das gefällt mir gar nicht. Oh mein Gott, tut mir das weh? Oh! Na klar. Mario, geht es dir gut? Ich habe dich doch von diesem Zeug gewarnt. Vielleicht habe ich es mir nicht klar ausgedrückt. Dieses Zeug ist giftig. Was auch immer du tust, geh da bloß nicht zu nah ran. Tut mir leid, es ist meine Schuld, dass du damit in Kontakt gekommen bist. Ich hätte es besser erklären sollen. Ich muss das wieder gut machen. Also, würdest du vielleicht das ausmachen, kurz deine Augen zu schließen?
Alles klar, du kannst die Augen jetzt wieder aufmachen. Gut, gut. Darüber reden wir am besten nie wieder. Sieh mal, das ist der kleine Farbstein, den ich selbst gerochen habe. Los! Wie jetzt? Wie? Hä? Wer hat das denn gemacht? Wo ist die ganze schwarze Farbe hin? Versuch es hier einmal mit dem Entfalterhammer. Wer hat das gemacht? Wo ist die ganze schwarze Farbe hin? Aha, und hier ist ein Hinweis, dass man hier irgendwie... Da irgendwie... Okay. Das geht wahrscheinlich nur von der anderen Seite auf. Dass man da oben reinplumpsen kann. Aber jetzt ohne Scheiß, wie hat Fabian denn bitte... Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es überhaupt nicht. Und warum ist der Block da unten? Da komme ich ja gar nicht ran. Wie kommt man da hin? Da muss man irgendwie hinkommen. Gibt's doch nicht. Vielleicht einfach von oben drauf springen, obwohl... Achso, hier ist jetzt das Loch im Boden. Nee, hier kann... Ich kann ja hier gar nicht drauf springen. Geht ja gar nicht. Oh, habe ich euch gerade gestört? Ihr kriegt mich nicht, ihr kriegt mich nicht. Okay, ihr kriegt mich doch. Aber ich kriege euch zuerst. So. Ich glaube, für euch habe ich genau das passende Kärtchen. Nämlich... Wo habe ich sie? Hier, eine Feuerblume. So, entschuldigung, ist noch mal der Schlüffsniffit übrig und der hat mir ein bisschen rot abgesaugt. Diese kleine Missgeburt. Na warte. Zack. Frechheit, mich einfach auszusaugen. Das gibt richtig schön Farbe und Hammerpappe, super. Fährt man mal hier schon die Wiese ein. Und die mit der Musik, wenn die rumtanzen. So. Gut, jetzt können wir hier wieder raus. Ah! So macht man das. Genial. Wo war denn der Baumstammmann? Er war gleich hier und knacks und bumm. Okay. Okay. Was soll das bitte? Müssen wir jetzt von hier irgendwie was machen oder? Nee, geht ja gar nicht. Hä? Warum ist das so schlaff? Irgendwas stimmt hier nicht. Wir kommen nicht rüber. Wir können ja auch nichts ausschneiden. Das verstehe ich jetzt nicht. Wieso ist das jetzt hier... Das hat keinen Halt. Das hängt ja einfach schlaff runter. Was soll das? Udum! Was soll das? Leute, ich kenne mich gerade nicht aus. Ich verstehe es nicht. Was will das Spiel jetzt von mir? Ist der Block eigentlich noch da? Der ist noch immer da. Vielleicht müssen wir nochmal draufhauen. Nee, bringt ja gar nichts. Hä? Was? Wieso? Also jetzt... Okay, ich kapiere, manchmal kapiere ich das Spiel nicht ganz, aber okay. Das war jetzt total nur Zufall. Ich dachte mir hier, komm, probier mal und dann, ja. Ah, hier können wir wieder ausschneiden.
na wunderbar. Ging sich das in dem Part wunderschön aus, den kleinen gelben Farbschein zu holen. Und zack! Ein Brief ist in Port Prisma angekommen. Wir haben 97% in Sierra Löwenzahn eingefärbt. Und warum ist da oben jetzt so ein komisches Symbol? Bei der Schnickschnack-Schnuckerin ist jetzt ein Fragezeichen. Merkwürdig. Na gut, Leute. Ich würde sagen, im nächsten Part geht's dann aber auch mal hier weiter. Bei Gut Schlüsselblume. Aber jetzt ist keine Zeit mehr dafür. Es ging jetzt wenigstens schön aus, dass ich, ne, dass ich den Farbstein hier gekriegt habe. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.